Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video und ihr habt es im Titel schon gesehen, heute dreht sich mal alles um ein einziges 3D-Modell und das wäre das hier. Ein TIE Fighter von Star Wars und wir haben jetzt praktisch den TIE Fighter, also das hier und den X-Wing Fighter, deswegen könnten wir theoretisch einen kleinen, also man könnte so einen kleinen Kurzfilm machen, wo man eben so eine Verfolgungsjagd sieht von diesen zwei Raumschiffen hier. Ja, das sind praktisch einfach Gegenspieler. Und ja, ich habe jetzt hier wieder mal Custom-Texturen verwendet, also eigene Texturen, die ich selber eben gemacht habe. Und auch hier diese Luke ist selber gemacht worden, weil es einfach, ja, es ist einfach komfortabler, wenn man nicht auf die Texturen von Minecraft selber angewiesen ist, dass es zum Beispiel Kohleblöcke, also Textur von Kohle ist oder sowas. Und genau, das hier ist praktisch einfach nur ein Wollblock. Wir können jetzt hier mal in das Inventar schauen. Da haben wir die Wolle und das platziere ich jetzt hier einfach mal auf diesen Block hier drauf. Und wir sehen schon, das Ganze ist in Wirklichkeit ein bisschen kleiner, denn hier oben habe ich es nämlich auf einen Armor-Stand draufgestellt. Wenn ich mal kurz in den Game Mode 3 gehe, sehen wir schon, das Ganze ist als, ja, als Kopfbedeckung oder als Block auf dem Kopf von diesem Armor-Stand praktisch. Und ja, genau, so kann man das einfach größer machen. Als Block sieht das Ganze so aus, ist ein bisschen kleiner, könnte man als Modell auch hernehmen. Ja. Ihr könnt das Ganze jetzt in der Beschreibung runterladen, ihr könnt es verwenden, wie ihr wollt. Ihr könnt es zum Beispiel in euren Kurzfilmen oder in euren Adventure-Maps oder was auch immer ihr bauen wollt, verwenden oder machen wollt. Ihr könnt es auch, theoretisch könnt ihr auch als Mod-Entwickler in eure Mods einfügen, dieses Ding hier. Das ist nämlich einfach nur ein Chasen-Modell. Und das kann man einfach in Mods auch einfügen, glaube ich. Und wenn man sich dieses Raumschiff auf den Kopf setzt, ja, dann sieht das Ganze so aus. Also man könnte theoretisch, wenn man sich jetzt noch die Unsichtbarkeitseffekt geben würde oder das theoretisch zu sich her teleportieren würde mit Unsichtbarkeitseffekt, dann könnte man ja einfach hier so rumfliegen, in die entsprechende Richtung schauen, wo das auch hinfliegen soll. Und dann könnte man so richtig coole Filme machen. Also das wäre noch eine richtig coole Idee. F5-Ansicht und dann kann man hier so ein bisschen rumcruisen. Also das finde ich jetzt eine richtig coole Sache. Also ja, wie gesagt, ihr könnt das Ganze verwenden. Und im Inventar sieht es so aus. Ja, ein bisschen groß. So, lösche ich wieder. Und dann würde ich sagen, das war es auch schon von diesem kleinen Video. Ist ja auch nur ein Modell gewesen. Wenn ihr noch weitere Ideen habt für Modelle, für Sachen, die ich immer mal nachmodellieren kann oder generell mal machen kann, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao.